Vor über 4.500 Jahren waren Ägyptens Pyramiden das größte Bauvorhaben der Welt. Gräber für mächtige Pharaonen, Ruhestätten für die Ewigkeit. Bis heute sind nicht alle Rätsel der geheimnisvollen Grabmäler gelöst. Ihre Entstehung verdanken sie einem einzigen Mann. In der Weite der ägyptischen Wüste versuchte er, die Pyramidenform zu perfektionieren. Schon seine frühen Versuche, eine Pyramide zu bauen, offenbaren das Genie dieses Mannes. Obwohl heute fast vergessen, gilt er als einer der größten Ägypter aller Zeiten. Snofru, der erste Pharao der 4. Dynastie. Große Pyramide von Gizeh. Kein Bauwerk des alten Ägypten ist erhabener und überwältigender. Römische Kaiser, arabische Gelehrte, frühe Weltreisende, sie alle kamen, um dieses Meisterwerk zu bestaunen. In der alten Welt galt die große Pyramide von Gizeh als eines der 7 Weltwunder. Und sie hat nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. Niemand kann sich ihrer Wirkung entziehen. Schon ihre Höhe ist beeindruckend. In einem modernen Gebäude wäre ich jetzt schon im 40. Stock und ich bin noch lange nicht ganz oben. Bis zum Bau des Eiffelturms war dies das höchste Bauwerk der Welt. Beeindruckend ist aber auch die Präzision ihrer Erbauer. Trotz einer Grundfläche von 50.000 Quadratmetern sind die Seiten der Pyramide perfekt nach den 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet. Im alten Ägypten war Snofru weit über die Grenzen des Landes als Förderer der Wissenschaft. Heute ziehen nur die Pyramiden seiner Söhne und Enkel in Gizeh Touristen aus aller Welt an. Sie sind das Symbol für Ägypten. Jeder kennt die gigantischen Bauwerke. Was dagegen kaum jemand weiß, die Pyramiden von Gizeh waren die Krönung einer schöpferischen Periode, die erst eine Generation zuvor begonnen hatte. Und sie beruhen auf den Erkenntnissen eines der größten Bauherren der Geschichte. Snofrus Pyramiden in Dahschur. Selten verirrt sich ein Reisender hierher. Dabei sind diese Bauwerke kaum kleiner und deutlich älter als ihre steinernen Nachfahren von Gizeh. In Dahschur wurde die Kunst des Pyramidenbaus perfektioniert. Snofrus Bauwerke verraten nichts über den Menschen, für den sie geschaffen wurden. Das einzige Abbild des Pharao befindet sich im Ägyptischen Museum von Kairo. Der auf dem Thron sitzende Snofru ist hier nicht, wie in der ägyptischen Kunst üblich, idealisiert dargestellt, sondern ganz realistisch. So mag er wirklich ausgesehen haben. Mit seinem fliehenden Kinn entsprach er wohl kaum dem athletischen Ideal eines Feldherrn und Herrschers. Dabei vollendete er das größte Bauprojekt der Weltgeschichte. Ohne ihn gäbe es keine Pyramiden. Dem ägyptischen Glauben nach symbolisierte die Pyramide den Urhügel, der aus dem Urwasser auftaucht. Für Snofru war sie auch Symbol seiner eigenen Macht, der Macht des göttlichen Königs. Die 6 größten Pyramiden Ägyptens in Medum, Dahschur und Gizeh wurden in einem Zeitraum von weniger als 100 Jahren errichtet. Ein Volk von Bauern meißelte, transportierte und schichtete dafür mehr als 10 Millionen Blöcke aus Kalkstein. Jeder Block hat ein Gewicht von etwa 2 Tonnen. Hundert Jahre lang musste dafür Tag und Nacht alle 5 Minuten ein Steinblock in Form gebracht und platziert werden. Da Räder im Sand eingesunken wären, wurden die Steine auf Schlitten und Walzen transportiert.
Bis heute gibt es keine zweifelsfreie Erklärung, wie es möglich war, die tonnenschweren Quader in die oberen Schichten der Pyramide zu setzen. Über 70 dieser Grabmäler wurden einst in Ägypten errichtet. Die meisten waren Fehlkonstruktionen. Sie stürzten ein oder wurden nicht beendet. Ihre Reste versinken im Sand entlegener Wüstentäler. Erst Snofru gelang der Bau einer klassischen Pyramide. Im Jahr 2639 vor Christus übernahm er die Macht im Alten Reich. Als Begründer der vierten Dynastie regierte er über 3 Jahrzehnte. Mit ihm begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte Ägyptens. Als Kleopatra Caesar voller Stolz Snofrus Pyramiden zeigte, waren diese schon über 25 Jahrhunderte alt. Snofru ließ sie nicht von Sklaven, sondern von freiwilligen Arbeitskräften errichten. Zigtausende Männer mussten dafür rekrutiert, in Gruppen eingeteilt, koordiniert und entlohnt werden. Der Bau der Pyramiden muss ein Vermögen verschlungen haben. Wie konnte sich ein Wüstenstaat ein so gigantisches Projekt leisten? Die Quelle für Ägyptens Reichtum war der Nil. In jedem Jahr, wenn in den fernen afrikanischen Gebirgen die Schneeschmelze einsetzte, trat der längste Strom der Welt über die Ufer. Seine Fluten überschwemmten weite Landstriche entlang des Flusslaufs. Wenn das Wasser abgelaufen war, blieb nährstoffreicher Schlamm zurück, Grundlage für fruchtbares Ackerland. Ein Naturkreislauf, der dem Land scheinbar unerschöpflichen Wohlstand bescherte. Dafür priesen die Ägypter den Nilgott Hapi. Und sie richteten ihren Lebensrhythmus nach den Erfordernissen der Landwirtschaft. Das Kalenderjahr teilten sie in 3 Phasen: Überschwemmung, Aussaat und Erntezeit. Eingeholt wurde die Ernte im April und Mai. In guten Zeiten reichte sie, um für Jahre vorzusorgen. Das Niltal bot ausgezeichnete Lebensbedingungen für Tier und Mensch. Schon tausende Jahre zuvor wurden Nomaden hier sesshaft. Noch in nachchristlicher Zeit galt Ägypten als Kornkammer des Römischen Reiches. Die Ägypter verstanden es, den Reichtum des Nil auszuschöpfen. In ausgeklügelten Bewässerungssystemen leiteten sie das kostbare Nass auch zu weit entfernten Feldern. Mit den neu gewonnenen Anbauflächen bekam die Landwirtschaft immer größere Bedeutung. Kein anderer Fluss der Welt prägte die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes so sehr wie der Nil. Hungersnöte kannte die Bevölkerung im Alten Reich nicht. Im urbar gemachten Boden wuchsen Korn und Gemüse im Überfluss. Schon in der dritten Dynastie wurde an den Bau einer großen Talsperre als Wasserspeicher südlich von Memphis gedacht. Nur ein wirklich revolutionäres architektonisches Unternehmen gab es nicht. Bis Snofru König der vierten Dynastie wurde. In der ägyptischen Tradition galt Snofru als gütiger, wohlangesehener König. Seine Untergebenen soll er mit Freund und sogar Bruder angesprochen haben. Noch 1000 Jahre nach seinem Tod wurde eine Geschichte über seine besondere Liebenswürdigkeit erzählt und auf Papyrus festgehalten. Als Snofru sich eines Tages langweilte, rief er nach seinem Magier. Der weise Mann wusste Rat, der König könne sich doch von 20 jungen Hofdamen auf den See hinausrudern lassen. Die Idee gefiel dem Pharao und er rief sogleich nach seinem Lieblingsboot und 20 Rudern aus Ebenholz. 20 nackte Mädchen sollten sich inzwischen in Fischernetze hüllen. Weit draußen auf dem See ließ Snofru das Boot anhalten. Eine der jungen Frauen war in Tränen aufgelöst. Der Pharao fragte, was geschehen sei. Die junge Frau erklärte, sie habe eine Haarspange aus Türkis verloren, die in den Wellen des Sees versunken sei. Der Pharao versprach, ihr den Verlust zu ersetzen, doch die Hofdame mochte keine neue Spange. Sie wollte nur ihre alte zurück. Zwei Dinge an dieser Geschichte sind sehr interessant. Einerseits das Schmuckstück an sich.
Erst seit kurzem förderten die Ägypter auf dem Sinai Türkis und prompt war das wertvolle Material an Snofrus Hof in Mode gekommen. Andererseits ist überaus bemerkenswert, dass die einfache Hofdame es wagen kann, das großzügige Angebot eines gottgleichen Pharaos abzulehnen. Zu Recht gilt Snofru für die Geschichtsschreibung deshalb als gütiger Herrscher, liebenswürdig und umgänglich. Auch der Ausgang der Geschichte ist folglich ein glücklicher. Snofru rief erneut nach seinem Magier, der, lange vor Moses und dem Roten Meer, flugs das Wasser des Sees teilte, auf dessen Grund die Spange sich schnell fand. Die Fahrt über den See konnte weitergehen und Hofdame wie Pharao waren glücklich. Snofru war ein Pharao mit Ambitionen. Er wollte die Ferne erkunden. Reisen in entfernte Gefilde waren ein gefährliches Unterfangen für jeden Ägypter. Wer in einem fremden Land starb, weit entfernt von Priestern, Balsamierern und heimischen Tempeln, konnte nicht mumifiziert werden und hatte damit keine Hoffnung mehr auf ewiges Leben. Trotz dieser Gefahren begab sich der Pharao auf zahlreiche Expeditionen. Auf der Halbinsel Sinai lockten Erze und Türkise. Aus Byblos im Libanon beschaffte Snofru Zedernholz für den Bau großer Schiffe und Tempeltüren. Feldzüge führten ihn bis ins südliche Unternubien. Dort erbeuteten seine Truppen Gold und 200.000 Stück Vieh. Durch das Geschick des Pharao war Ägypten zur internationalen Macht aufgestiegen. Doch vor allem seine Reisen auf den Sinai machten Snofru berühmt. Schon in der Vorbereitung zeigte sich die Dimension eines solchen Unternehmens. 500 Mann und ihre Esel mussten auf etwa 30 Booten über das Rote Meer geschafft werden. Allein 50 Tonnen Proviant pro Tag waren für den Tross nötig. Auf der anderen Seite des Meeres lag ein schwerer 5-Tage-Marsch durch die Wüste vor den Männern. Ihr Ziel, die Türkisminen des Wadi Magara. Schon das Anlegen der Minenschächte war gefährlich. Eine viel größere Gefahr drohte aber durch die Beduinenstämme. Sie beherrschten die Region. Wenn Snofru hier Türkis abbauen wollte, musste das Land erst befriedet werden. Auf den Steinen im Wadi Magara finden sich noch Spuren der ägyptischen Truppen. Eine Darstellung der Boote, mit denen Snofrus Männer hierher kamen. Mit Graffiti hielten sie Einzelheiten der Reise für die Nachwelt fest. Es gab keine Garantie für eine heile Rückkehr nach Hause. In der Fremde, jenseits des Roten Meeres, lauerten überall tödliche Gefahren. Unterhalb der Berggipfel von Serabit el-Chabim vermuteten die Männer große Vorkommen an wertvollem Türkis. Steinbildhauer reisten mit den Truppen. Sie dokumentierten Snofrus Erfolge gleich vor Ort. Geschichtsschreiber, die ein ganzes Feld gemeißelter Steinplatten hinterließen. Noch heute besteht die Anlage fast unverändert. Eine Tafel listet die Namen der Expeditionsteilnehmer auf. Eine andere erzählt von einem verhängnisvollen Fehler. Immer mehr Arbeiter wurden zum Türkisabbau in das Wüstental geschickt. Um die sengende Hitze Sinais zu umgehen, mussten die Männer bereits im Winter in der Heimat aufbrechen. Dieser Trupp war zu spät gestartet. Wir erreichten das Land im dritten Monat der zweiten Jahreszeit. Die Folgen waren fatal. Im Sommer verbrannten die Berge unsere Haut. Die Minenarbeiter waren keine Sklaven. Sie riskierten ihr Leben freiwillig. Für ihren Pharao und für die kostbaren Bodenschätze. In der weit entfernten Heimat wurden Türkise zur Herstellung von Schmuckstücken verwendet.
Snofru beschenkte seine Hauptgemahlin Heteferes mit einem Armband von zeitloser Schönheit. Der Pharao war nicht nur Pyramidenbauer und Entdecker, er war auch ein Förderer der Künste. Bildhauer, Maler und Schreiner vollbrachten Einmaliges. Die Werke, die während seiner Herrschaft entstanden, waren so großartig, dass sie für die nächsten 2500 Jahre vorbildhaft blieben. Die berühmten Gänse von Medum sehen heute noch so lebensecht aus wie vor 4000 Jahren, als sie gemalt wurden. Die Porträts von Snofrus Söhnen zählen zu den frühesten Bildhauerarbeiten. Sie sind Zeugnisse einer neuen künstlerischen Freiheit. Die Büste des Anchaf zeigt einen nachdenklichen Mann. Niemals zuvor war eine Darstellung so realistisch, waren Wesenszüge so plastisch ausgearbeitet. Mit seinem Wohlstandsbauch wird auch der königliche Baumeister Himyunu ungewöhnlich realitätsnah abgebildet. Die Sitzstatue des Rahotep, ebenfalls ein Sohn Snofrus und seiner Gemahlin Nofrit. Die klaren Augen aus Quarz und Bergkristall verleihen den Gesichtern einen lebensechten Ausdruck. Nach ägyptischer Mode trägt Nofrit eine Perücke. Der Realismus geht so weit, dass der Haaransatz darunter zu erkennen ist. Die Möbel, die Snofru für seine Frau Heteferes anfertigen ließ, gehören zu den schönsten, die im alten Ägypten je gebaut wurden. Sie beeindrucken durch handwerkliche Perfektion und schlichte Eleganz. Die einzigen Verzierungen sind die Titelbezeichnungen der Königin, gefertigt in goldenen Hieroglyphen. Gegenstände aus Heteferes persönlichem Besitz, einschließlich Himmelbett, wurden in ihrem Grab aufgestellt. Sie sollten das Leben im Jenseits so angenehm wie möglich machen. Die alten Ägypter glaubten an die eigene Auferstehung. Sie waren überzeugt, dass sich die Toten in der nächsten Welt erheben und weiterleben würden. Die Balsamierung, ein komplizierter Vorgang, der bis zu 70 Tage dauerte, sollte den Körper dafür konservieren. Ein Weiterleben war aber nur möglich, wenn die Mumie vor Grabräubern geschützt war. Drangen Plünderer in das Grab und zerstörten die Mumie, konnte der Verstorbene in der nächsten Welt nicht weiter existieren. Nur ein unversehrter Körper ließ auf Unsterblichkeit hoffen. Eine Hoffnung, deren Verlust die wohl größte Katastrophe für jeden Ägypter war. Kunstvoll ausgestattete Grabanlagen sollten den mumifizierten Körper für das ewige Leben schützen. In der Frühzeit und im Alten Reich wurden Könige und Wohlhabende in Mastabas beigesetzt. Die Grabkammer befand sich in den Gesteinsschichten unter dem Sand. Der Oberbau bestand aus einem flachen, bankförmigen Steinmassiv, dem Haus des Toten. Die Mastaba in der Nähe von Medum zählt zu den größten, die je gebaut wurden. Zum Schutz vor Räubern gab es keinen einzigen überirdischen Zugang zur Grabkammer. Den Zugang, den ich hier benutze, haben Räuber durch die Lehmziegel und das Gestein bis zum Eingang der Grabkammer gegraben. Dies muss die Grabstätte einer Königin oder eines Prinzen gewesen sein. Der Sarkophag gilt als der älteste bekannte Sarkophag der Geschichte. Auch der schwere steinerne Deckel konnte die Mumie, die in ihm lag, nicht schützen. Hier ist sogar der Hammer, den die Räuber benutzten, um ihn zu öffnen.
Selbst die 100.000 Tonnen Gestein, die nach der Bestattung über den Eingang zur Kammer geschichtet wurden, konnten die Grabräuber nicht abschrecken. Die Grabplünderungen wurden immer dreister. Auch Snofru musste sich damit auseinandersetzen. Noch zu seinen Lebzeiten wurde die Ruhestatt seiner Frau beraubt. Ganz egal, wie kompliziert die Anlage eines Grabes war, Diebe kamen fast immer an ihr Ziel. Möglicherweise, weil sie zuvor am Bau des Grabes beteiligt gewesen waren und alle seine Geheimnisse kannten. Vielleicht bestand die Lösung des Problems darin, ein so kompliziertes Gebäude zu konstruieren, dass selbst Eingeweihte nicht in die Grabkammer gelangen konnten. Die Grabbauten von Saqqara wiesen den Weg. Die Stufenpyramide des Königs Djoser in Saqqara. Sie ist die erste Pyramide der Welt und das seinerzeit größte steinerne Gebäude. Der Architekt Imhotep hatte behauene Steine als neues Baumaterial entdeckt. Der Grabbezirk von Saqqara ist der älteste Monumentalbau in dieser Technik. Eigentlich hätte sich ein Bauwerk dieses Ausmaßes über Generationen entwickeln müssen. Aus kleineren Steinkonstruktionen würden schrittweise größere. Doch der Riese von Saqqara war wie aus dem Nichts geschaffen worden und ohne irgendein Vorbild. Anfangs sammelten die Ägypter noch Erfahrung mit der neuen Steinbautechnik. Zunächst kopierten die Steinmetze nur Säulen und Wände älterer Paläste. Diese waren bislang aus Papyrusbündeln und Schlammziegeln gefertigt. Detailgetreu in Stein übertragen, verloren die architektonischen Details der Vorbilder ihre Funktion. Türen ließen sich nicht öffnen und Schilfmatten, die über Eingängen aufgerollt waren, konnten nicht heruntergelassen werden. Auch Imhotep variierte bei der Stufenpyramide nur traditionelle Vorgaben. Das Ergebnis war dennoch etwas Neues. Der König hatte sich ein großes Grab gewünscht. Imhoteps Vorgehensweise war einfach. Zunächst baute er eine der üblichen Mastabas. Dann setzte er stufenförmig immer weitere kleinere Mastabas darüber. Die Grundform der Pyramide war entstanden. So neu wie das harte Material waren auch die Probleme, die sich den Erbauern stellten. Da niemand Erfahrung mit der Bearbeitung von Stein hatte, waren die einzelnen Blöcke so grob behauen, dass sie nicht aufeinander passten. Die Pyramide drohte einzustürzen. Erst angeschrägte Wände verliehen dem Gebäude Stabilität. Die Pyramide stützte sich nun selbst. Ein Einsturz war abgewendet. Über 20 Jahre arbeiteten 10.000 Männer an ihrer Errichtung. 6-mal musste der Bauplan verändert werden. Als Djosers Grabstätte schließlich fertiggestellt war, stellte sie alles Bisherige in den Schatten. Sie war 10-mal größer als jedes andere Gebäude der Welt. Den Menschen dieser Zeit erschien sie wie ein Wunder. Auch Snofru, der zu dieser Zeit noch ein Kind war, muss von dieser Pyramide fasziniert gewesen sein. Als er schließlich selbst Pharao war, baute er seine erste Pyramide. Sie entstand um das Jahr 2625 vor Christus in Medum, südlich der alten Hauptstadt Memphis. Mit ihrem Neigungswinkel von 75 Grad gleicht sie eher einem eigenartigen Turm. Das Innere der Pyramide gibt einige Rätsel auf. Wo ist der Sarkophag des Pharao? Warum sind die Wände der Grabkammer so rau und unfertig? Alles wirkt, als wären die Arbeiten nur eben unterbrochen worden. Zedernbalken liegen bereit. Mit ihnen sollte vor über 4 Jahrtausenden der Sarkophag umgesetzt werden. Von dem Behältnis selbst fehlt aber jede Spur. Bis heute ist nicht erwiesen, ob diese allererste überirdische Grabkammer Ägyptens je benutzt wurde. Der Bau einer oberirdischen Grabkammer warf ganz neue Probleme auf. Wie konnte die Raumdecke der gewaltigen Last der Pyramide standhalten? Snofru erdachte eine einfache Lösung. Zur Decke hin ließ er die Steinblöcke immer näher gegeneinander setzen. So verjüngte sich der Raum nach oben.
Über den abgeschrägten Wänden blieb nur ein minimaler Bereich, der durch eine tatsächliche Raumdecke überbrückt werden musste. Die erste durch Kragsteine gestützte Decke der Geschichte war gebaut. Die eigentümliche Form der Pyramide von Meidum erklärt sich aus ihrer Konstruktion. Ursprünglich war sie als Stufenpyramide geplant, aber bis zuletzt wurde sie immer wieder vergrößert. Vielleicht, weil man dachte, dass ihr Bau nicht vor dem Tod des Pharao beendet sein dürfe. Selbst als die Pyramide schon die stolze Höhe von 85 Metern erreicht hatte, erfreute sich der Pharao noch immer bester Gesundheit. In die Höhe konnte nun nicht mehr weitergebaut werden, also wurden die Stufen mit feinem Kalkstein aufgefüllt. Auf Umwegen war die erste klassische Pyramide entstanden. Dabei machten die Architekten allerdings einen fatalen Fehler. Die obersten Steine der Ummantelung waren nicht ausreichend verankert. Die glatte Oberfläche und der hohe Neigungswinkel der Stufenpyramide boten zu wenig Halt. Die steinerne Verkleidung rutschte ab. In römischer Zeit wurde die übrige Ummantelung abgerissen und zu Stuck verarbeitet. Zurück blieb nur der Kern des Bauwerks mit seinen steilen Außenwänden. Tatsächlich war die Meidum-Pyramide nie vollendet worden. Snofru musste sein erstes großes Projekt aufgeben. Und deshalb sind die großen Steintafeln in der kleinen Kapelle am Fuße des Bauwerks nicht einmal beschriftet, die Wände der Grabkammer noch rau und unfertig. Aus demselben Grund wurden auch die Zedernstämme niemals gebraucht. Snofrus Sarkophag wurde nie in diese Grabkammer gehievt. Obwohl es ein aufsehenerregendes Ereignis gewesen sein muss, wurde der Bau der Pyramide in keinem Dokument erwähnt. Nur ein Graffiti, 1000 Jahre später auf einer Wand der Kapelle verfasst, deutet auf seinen Erbauer hin. Ich kam, um den schönen Tempel des Königs Snofru zu sehen. Ich fand ihn, als wäre der Himmel darin und als schiene in ihm die Sonne. Möge der Himmel frische Myrrhe auf ihn regnen lassen, möge er das Dach des Königs Snofru mit Weihrauch benetzen. Ein Sohn Snofrus war als Baumeister für die misslungene Pyramide verantwortlich. 20 Jahre lang wurde daran gebaut und nun war das Grab unbenutzbar. Aber Snofru ließ sich nicht beirren. Er befahl, an anderer Stelle einen neuen Versuch zu unternehmen. Der Fehlschlag hatte den Pharao nicht bescheidener gemacht. Im Gegenteil. Das neue Projekt sollte noch ambitionierter sein als die gescheiterte Grabstätte in Meidum. Snofru wollte eine Pyramide fast zweimal so groß wie die vorige. Ein Bauwerk, das alles übertreffen sollte, was die Welt bisher gesehen hatte. Mit der Erfahrung aus den zurückliegenden Jahren glaubte Snofru, jeden noch so kühnen Plan verwirklichen zu können. Die Grabstätte in Dahschur war von Beginn an als echte Pyramide geplant. Deutlich größere Quadersteine sollten eine stabilere Außenstruktur garantieren. Die Quader wurden außerdem leicht dem Inneren der Pyramide zugeneigt. In dieser Technik ist es zu verdanken, dass die Pyramide von Dahschur die einzige in Ägypten ist, die noch heute über den größten Teil der Ummantelung verfügt. Ein steil abfallender Gang führt vom Eingang ins Innere der Anlage. Mit seinen 70 Metern ist er einer der längsten und kompliziertesten Pyramidengänge überhaupt. Es ist der Grabkorridor, das erste Stück auf dem Weg ins Jenseits. Hier liegen noch immer Lorenschienen aus den 50er Jahren. Archäologen benutzten sie, um den Schutt aus Snofrus Grabkammer abzutransportieren. Ursprünglich sollte über diesen engen Schacht der Sarkophag in das Herz der Pyramide heruntergelassen werden.
Am Ende des Grabkorridors öffnet sich ein Raum mit einer 12 Meter hohen Decke. Genau wie in der Pyramide von Meidum ist sie auf Kragsteine gestützt. Allein durch seine Höhe ist der Raum imposant. Dabei ist er nichts anderes als eine Vorhalle und noch lange nicht die Grabkammer selbst. Schon in der dritten Dynastie bestanden Grabanlagen aus mehreren Räumen. Die Einbringung des Sarkophags muss eine beschwerliche Arbeit gewesen sein. Der einzige Zugang zur Grabkammer ist ein kleines Loch, hoch oben in der Wand. Kleinere Grabbeigaben wurden zusammen mit dem Sarkophag in die Pyramide gebracht. Größere Stücke mussten dagegen schon in die Pyramide eingebaut werden. Auch hier wurde der einzige Zugang von Grabräubern angelegt. Snofrus Mumie wäre durch einen Korridor, der diesen Gang kreuzt, in die Grabkammer gekommen. Sonderbarerweise sind hier deutliche Luftbewegungen zu spüren. Das lässt darauf schließen, dass in der Tiefe der Pyramide noch unbekannte Gänge sein müssen. Endlich die Grabkammer. Es ist beeindruckend, dass Snofru nach dem Misserfolg in Meidum nicht aufgab, sondern dies hier baute. Bei seiner Fertigstellung war dies der größte Raum der Welt. Seine Höhe bis zum Kraggewölbe beträgt fast 17 Meter und die Wände neigen sich nicht, wie bisher üblich, dem Innern zu. Allerdings führte das bald dazu, dass das Gewicht der Pyramide die Wände allmählich verschob. Mit Hilfe dieser 4000 Jahre alten Zedernstämme wurden die Wände nachträglich ausgesteift, als sie sich nach innen zu wölben begannen und die Risse in den Mauern immer größer wurden. Die Zedernstämme sollten einen Einsturz verhindern. Auch die Baugeschichte von Snofrus zweiter Pyramide ist kompliziert. Ursprünglich sollte sie eine wirkliche Pyramide mit einem Winkel von 54 Grad werden. Als dann der Untergrund nachgab, traten Probleme mit der Stabilität der Grabkammer auf. Snofrus Bauherren entschieden, den Winkel auf 43 Grad zu verringern und die Knickpyramide von Dashur erhielt den Knick, dem sie ihren heutigen Namen verdankt. Durch den kleineren Anstiegswinkel konnte der Druck auf die Kammern zwar verringert werden, aber die Pyramide war noch immer instabil. Kein geeigneter Ort, um Snofrus Mumie für die Ewigkeit zu beherbergen. Der Pharao hatte die beiden größten Gebäude der Welt gebaut und beide waren unbenutzbar. Aber er gab nicht auf. Inzwischen wurde die Zeit für den alternden Herrscher knapp. Der dritte Versuch musste ihm nun eine Pyramide als letzte Ruhestätte bescheren. Diesmal wurde kein neuer Standort gesucht. Snofru errichtete seine letzte Pyramide nur etwa 2 Kilometer entfernt. Um statische Probleme zu vermeiden, wurde der Untergrund sorgfältig sondiert. Die rote Pyramide in Dashur, begonnen im 29. Jahr der Regierungszeit des Pharao Snofru. Schon ihre ebenmäßige Form zeigt, dass sie ein Erfolg war. Die erste wirkliche Pyramide in der Geschichte der Architektur. Um endlich zu einer sicheren Grabkammer zu kommen, hatte der Pharao sich allerdings auf Zugeständnisse einlassen müssen. Die rote Pyramide ist kleiner als die Knickpyramide. Ihre Seiten neigen sich mit jenen bescheidenen 43 Grad, die sich schon bei der Spitze der Knickpyramide bewährten. Trotzdem wirkt sie majestätisch und strahlt Perfektion aus. Hier konnte Snofrus Mumie schließlich ein würdiges Grab finden. Noch Jahrhunderte nach seinem Tod brachten fromme Priester des Snofru-Kultes Brot und Bier für die Seele des Pharao. Für alle Zeit sollte er Leben, Wohlstand und Ausgeglichenheit genießen können.
Ob in Memphis oder später in Dashur, immer beteiligte Snofru seine Familie an der Macht. Hohe Posten besetzte er mit nahen Verwandten. Viele seiner Söhne bekleideten nicht nur hohe Ämter, sondern waren auch bedeutende Baumeister. Schon zu Lebzeiten wurde Anchaf berühmt, als Erbauer der zweitgrößten Pyramide auf dem Hochplateau von Gizeh. Anchafs Bruder Himyunu wurde Vezier seines Onkels Cheops. Vermutlich war er der Architekt der großen Pyramide von Gizeh. Einzig Ranofer schien sich nicht für die Errichtung pyramidenförmiger Grabmäler interessiert zu haben. Er wurde Hohepriester und Feldherr. Snofru, seine Kinder und Kindeskinder waren eine Familie, in der außergewöhnliche Menschen Bemerkenswertes schufen. 35 Jahre lang regierte Snofru Ägypten. In dieser Zeit wurden so gewaltige Fortschritte in der Konstruktionstechnik, der Statik und der Steinbearbeitung gemacht wie nie zuvor. Snofrus bekanntester Sohn war sein direkter Nachfolger Cheops. Er gab den Auftrag zum Bau der größten Pyramide Ägyptens, einem der sieben Weltwunder. Die Cheops-Pyramide ist Snofrus Vermächtnis an seinen Sohn, denn ohne die Erkenntnisse aus dem Bau der drei Pyramiden des alten Pharao hätte die größte aller Pyramiden nie entstehen können. Den drei großen Grabbauten Snofrus ist eines gemein, die Art des Kraggewölbes. Das Gewicht der Steinquader wird auf leicht angeschrägte Wände verteilt. Nur durch die neuartige Deckenkonstruktion war es möglich, glatte Pyramiden statt Stufenpyramiden zu bauen. Vom ersten Versuch in Medum war es nur ein kleiner Schritt zum monumentalen Kraggewölbe der großen Galerie in der Cheops-Pyramide. Tatsächlich ist die Galerie nur 8 Meter hoch. Durch seine Länge von fast 50 Metern wirkt der Raum aber viel größer und weiter. In der Grabkammer übertrifft Cheops seinen Vater. Weil das Gewicht, das auf sie drückt, noch größer als in der Pyramide von Dashur ist, musste ein Kunstgriff gefunden werden, um sie zu entlasten. Sonst würde der Raum dem gewaltigen Druck nicht standhalten können. Die Lösung des Rätsels liegt nicht in der Kammer selbst. Sie verbirgt sich hinter einer kleinen Öffnung, die hoch oben in der Mauer eingelassen ist. Hier findet sich die Erklärung, warum das Dach der Grabkammer nicht zusammenbricht. Ich befinde mich genau über der Grabkammer, in einem niedrigen Raum, der nur gebaut wurde, um den Druck von der Decke der Grabkammer zu nehmen. Über mir sind noch 4 weitere, ganz ähnliche Kammern. Auch sie bedeckt von 2 Steinplatten, die ein umgekehrtes V bilden und ebenfalls Druck abhalten. Diese sogenannte Stemmplattenkonstruktion hätte wohl auch Snofru gefallen. Die Grabkammer des Cheops ist auch 4.500 Jahre nach ihrem Bau noch immer vollkommen intakt und praktisch unverändert. Wäre nicht Grabräuber eingedrungen, hätte die Mumie des Pharao hier einen Ruheplatz bis in alle Ewigkeit gehabt. Bei der Vorbereitung seiner Grabstätte profitierte Cheops nicht nur von den architektonischen Erkenntnissen seines Vaters Snofru. Einige der schönsten Grabbeigaben, die er in die Welt der Toten mitnehmen würde, stammten aus Snofrus Expeditionen in ferne Gefilde. Genau 70 Tage nach Cheops Tod wurde seine Mumie über den Aufweg vom Taltempel zur Pyramide geleitet. Priester stimmten uralte rituelle Gesänge an. Dann wurde der balsamierte Körper im monumentalsten Grabmal der Welt zur Ruhe gebettet.
Nur Snofru und seine direkten Nachfahren vermochten Pyramiden dieser Dimension zu bauen. Snofrus Sohn Cheops erreichte mit seiner Pyramide eine Höhe von 146 Metern. Sein Enkel Chephren ließ die Steine immerhin auf eine Höhe von 143 Metern schichten. Bis heute weiß niemand, wie die oberen Lagen von den Arbeitern erreicht werden konnten. Doch schon gegen Ende der 4. Dynastie schienen sich die religiösen Vorstellungen, die einst zum Bau monumentaler Pyramiden bewogen, verändert zu haben. Noch Jahrhunderte nach Snofru und Cheops wurden Pyramiden gebaut, doch keine kam in der Größe den Pyramiden von Gizeh und Aschur gleich. 700 Jahre nach Snofrus Tod versuchten die Pharaonen der 12. Dynastie an die sagenhafte Architektur ihrer Vorfahren anzuknüpfen, vergeblich. Die Pyramide Amenemhets des III. In Aschur wies schon während der Erbauung schwere Schäden auf. Viele Grabmäler existieren nur noch in Beschreibungen. Die Pyramiden der 4. Dynastie sind einzigartige Meisterwerke. Kein zweites Mal waren die Ägypter dem Ziel der Erschaffung von Monumenten für die Ewigkeit so nahe gekommen. Schon deshalb galt Snofrus Epoche als Inbegriff eines goldenen Zeitalters. Stein bis zum Eingang der Grabkammer gegraben. Dies muss die Grabstätte einer Königin oder eines Prinzen gewesen sein. Der Sarkophag gilt als der älteste bekannte Sarkophag der Geschichte. Auch der schwere steinerne Deckel konnte die Mumie, die in ihm lag, nicht schützen. Hier ist sogar der Hammer, den die Räuber benutzten, um ihn zu öffnen. Selbst die 100.000 Tonnen Gestein, die nach der Bestattung über den Eingang zur Kammer geschichtet wurden, konnten die Grabräuber nicht abschrecken. Die Grabplünderungen wurden immer dreister. Auch Snofru musste sich damit auseinandersetzen. Noch zu seinen Lebzeiten wurde die Ruhestatt seiner Frau beraubt. Ganz egal, wie kompliziert die Anlage eines Grabes war, Diebe kamen fast immer an ihr Ziel. Möglicherweise, weil sie zuvor am Bau des Grabes beteiligt gewesen waren und alle seine Geheimnisse kannten. Vielleicht bestand die Lösung des Problems darin, ein so kompliziertes Gebäude zu konstruieren, dass selbst Eingeweihte nicht in die Grabkammer gelangen konnten. Die Grabbauten von Saqqara wiesen den Weg. Die Stufenpyramide des Königs Djoser in Saqqara. Sie ist die erste Pyramide der Welt und das seinerzeit größte steinerne Gebäude. Der Architekt Imhotep hatte behauene Steine als neues Baumaterial entdeckt. Der Grabbezirk von Saqqara ist der älteste Monumentalbau in dieser Technik. Eigentlich hätte sich ein Bauwerk dieses Ausmaßes über Generationen entwickeln müssen. Aus kleineren Steinkonstruktionen würden schrittweise größere. Doch der Riese von Saqqara war wie aus dem Nichts geschaffen worden und ohne irgendein Vorbild. Anfangs sammelten die Ägypter noch Erfahrung mit der neuen Steinbautechnik. Zunächst kopierten die Steinmetze nur Säulen und Wände älterer Paläste. Diese waren bislang aus Papyrusbündeln und Schlammziegeln gefertigt. Detailgetreu in Stein übertragen, verloren die architektonischen Details der Vorbilder ihre Funktion. Türen ließen sich nicht öffnen und Schilfmatten, die über Eingängen aufgerollt waren, konnten nicht heruntergelassen werden. Auch Imhotep variierte bei der Stufenpyramide nur traditionelle Vorgaben. Das Ergebnis war dennoch etwas Neues. Der König hatte sich ein großes Grab gewünscht. Imhoteps Vorgehensweise war einfach. Zunächst baute er eine der üblichen Mastabas. Dann setzte er stufenförmig immer weitere kleinere Mastabas darüber. Als eine Vorhalle und noch lange nicht die Grabkammer selbst. Schon in der 3. Dynastie bestanden Grabanlagen aus mehreren Räumen. Die Einbringung des Sarkophags muss eine beschwerliche Arbeit gewesen sein.
Marhaba. Marhaba, Kreuz. Ja. Der einzige Zugang zur Grabkammer ist ein kleines Loch, hoch oben in der Wand. Kleinere Grabbeigaben wurden zusammen mit dem Sarkophag in die Pyramide gebracht. Größere Stücke mussten dagegen schon in die Pyramide eingebaut werden. Auch hier wurde der einzige Zugang von Grabräubern angelegt. Snofrus Mumie wäre durch einen Korridor, der diesen Gang kreuzt, in die Grabkammer gekommen. Sonderbarerweise sind hier deutliche Luftbewegungen zu spüren. Das lässt darauf schließen, dass in der Tiefe der Pyramide noch unbekannte Gänge sein müssen. Endlich die Grabkammer. Es ist beeindruckend, dass Snofru nach dem Misserfolg in Maedum nicht aufgab, sondern dies hier baute. Bei seiner Fertigstellung war dies der größte Raum der Welt. Seine Höhe bis zum Kraggewölbe beträgt fast 17 Meter und die Wände neigen sich nicht, wie bisher üblich, dem Innern zu. Allerdings führte das bald dazu, dass das Gewicht der Pyramide die Wände allmählich verschob. Mithilfe dieser 4000 Jahre alten Zedernstämme wurden die Wände nachträglich ausgesteift, als sie sich nach innen zu wölben begannen und die Risse in den Mauern immer größer wurden. Die Zedernstämme sollten einen Einsturz verhindern. Auch die Baugeschichte von Snofrus zweiter Pyramide ist kompliziert. Ursprünglich sollte sie eine wirkliche Pyramide mit einem Winkel von 54 Grad werden. Als dann der Untergrund nachgab, traten Probleme mit der Stabilität der Grabkammer auf. Snofrus Bauherren entschieden, den Winkel auf 43 Grad zu verringern. Und die Knickpyramide von Dashur erhielt den Knick, dem sie ihren heutigen Namen verdankt. Durch den kleineren Anstiegswinkel konnte der Druck auf die Kammern zwar verringert werden, aber die Pyramide war noch immer instabil. Kein geeigneter Ort, um Snofrus Mumie für die Ewigkeit. Und das Kalenderjahr teilten sie in drei Phasen. Überschwemmung, Aussaat und Erntezeit. Eingeholt wurde die Ernte im April und Mai. In guten Zeiten reichte sie, um für Jahre vorzusorgen. Das Niltal bot ausgezeichnete Lebensbedingungen für Tier und Mensch. Schon tausende Jahre zuvor wurden Nomaden hier sesshaft. Noch in nachchristlicher Zeit galt Ägypten als Kornkammer des Römischen Reiches. Die Ägypter verstanden es, den Reichtum des Nil auszuschöpfen. In ausgeklügelten Bewässerungssystemen leiteten sie das kostbare Nass auch zu weit entfernten Feldern. Mit den neu gewonnenen Anbauflächen bekam die Landwirtschaft immer größere Bedeutung. Kein anderer Fluss der Welt prägte die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes so sehr wie der Nil. Hungersnöte kannte die Bevölkerung im Alten Reich nicht. Im urbar gemachten Boden wuchsen Korn und Gemüse im Überfluss. Schon in der dritten Dynastie wurde an den Bau einer großen Talsperre als Wasserspeicher südlich von Memphis gedacht. Nur ein wirklich revolutionäres architektonisches Unternehmen gab es nicht. Bis Snofru König der vierten Dynastie wurde. In der ägyptischen Tradition galt Snofru als gütiger, wohlangesehener König. Seine Untergebenen soll er mit Freund und sogar Bruder angesprochen haben. Noch 1000 Jahre nach seinem Tod wurde eine Geschichte über seine besondere Liebenswürdigkeit erzählt und auf Papyrus festgehalten. Als Snofru sich eines Tages langweilte, rief er nach seinem Magier. Der weise Mann wusste Rat, der König könne sich doch von 20 jungen Hofdamen auf den See hinausrudern lassen. Die Idee gefiel dem Pharao und er rief sogleich nach seinem Lieblingsboot und 20 Rudern aus Ebenholz. 20 nackte Mädchen sollten sich inzwischen in Fischernetze hüllen.
Weit draußen auf dem See ließ Snofru das Boot anhalten. Eine der jungen Frauen war in Tränen aufgelöst. Der Pharao fragte, was geschehen sei. Die junge Frau erklärte, sie habe eine Haarspange aus Türkis verloren, die in den Wellen des Sees versunken sei. Der Pharao versprach, ihr den Verlust zu ersetzen, doch die Hofdame mochte keine neue Spange. Sie wollte nur ihre alte zurück. Zwei Dinge an dieser Geschichte sind sehr interessant. Einerseits das Schmuckstück an sich. Erst seit kurzem förderten die Ägypter auf dem Sinai Türkis und prompt war das wertvolle Material an Snofrus Hof in Mode gekommen. Andererseits ist überaus bemerkenswert, dass die einfache Türkis. Steinbildhauer reisten mit den Truppen. Sie dokumentierten Snofrus Erfolge gleich vor Ort. Geschichtsschreiber, die ein ganzes Feld gemeißelter Steinplatten hinterließen. Noch heute besteht die Anlage fast unverändert. Eine Tafel listet die Namen der Expeditionsteilnehmer auf. Eine andere erzählt von einem verhängnisvollen Fehler. Immer mehr Arbeiter wurden zum Türkisabbau in das Wüstental geschickt. Um die sengende Hitze Sinais zu umgehen, mussten die Männer bereits im Winter in der Heimat aufbrechen. Dieser Trupp war zu spät gestartet. Wir erreichten das Land im dritten Monat der zweiten Jahreszeit. Die Folgen waren fatal. Im Sommer verbrannten die Berge unsere Haut. Die Minenarbeiter waren keine Sklaven. Sie riskierten ihr Leben freiwillig. Für ihren Pharao und für die kostbaren Bodenschätze. In der weit entfernten Heimat wurden Türkise zur Herstellung von Schmuckstücken verwendet. Snofru beschenkte seine Hauptgemahlin Heteferes mit einem Armband von zeitloser Schönheit. Der Pharao war nicht nur Pyramidenbauer und Entdecker, er war auch ein Förderer der Künste. Bildhauer, Maler und Schreiner vollbrachten Einmaliges. Die Werke, die während seiner Herrschaft entstanden, waren so großartig, dass sie für die nächsten 2500 Jahre vorbildhaft blieben. Die berühmten Gänse von Medum sehen heute noch so lebensecht aus wie vor 4000 Jahren, als sie gemalt wurden. Die Porträts von Snofrus Söhnen zählen zu den frühesten Bildhauerarbeiten. Sie sind Zeugnisse einer neuen künstlerischen Freiheit. Die Büste des Anchaf zeigt einen nachdenklichen Mann. Niemals zuvor war eine Darstellung so realistisch, waren Wesenszüge so plastisch ausgearbeitet. Mit seinem Wohlstandsbauch wird auch der königliche Baumeister Himyunu ungewöhnlich realitätsnah abgebildet. Die Sitzstatue des Rahotep, ebenfalls ein Sohn Snofrus und seiner Gemahlin Nofrit. Die klaren Augen aus Quarz und Bergkristall verleihen den Gesichtern einen lebensechten Ausdruck. Nach Ägyptisch vor Moses und dem Roten Meer flugs das Wasser des Sees teilte, auf dessen Grund die Spange sich schnell fand. Die Fahrt über den See konnte weitergehen und Hofdame wie Pharao waren glücklich. Snofru war ein Pharao mit Ambitionen. Er wollte die Ferne erkunden. Reisen in entfernte Gefilde waren ein gefährliches Unterfangen für jeden Ägypter. Wer in einem fremden Land starb, weit entfernt von Priestern, Balsamierern und heimischen Tempeln, konnte nicht mumifiziert werden und hatte damit keine Hoffnung mehr auf ewiges Leben. Trotz dieser Gefahren begab sich der Pharao auf zahlreiche Expeditionen. Auf der Halbinsel Sinai lockten Erze und Türkise. Aus Byblos im Libanon beschaffte Snofru Zedernholz für den Bau großer Schiffe und Tempeltüren. Feldzüge führten ihn bis ins südliche Unternubien. Dort erbeuteten seine Truppen Gold und 200.000 Stück Vieh. Durch das Geschick des Pharao
war Ägypten zur internationalen Macht aufgestiegen. Doch vor allem seine Reisen auf den Sinai machten Snofru berühmt. Schon in der Vorbereitung zeigte sich die Dimension eines solchen Unternehmens. 500 Mann und ihre Esel mussten auf etwa 30 Booten über das Rote Meer geschafft werden. Allein 50 Tonnen Proviant pro Tag waren für den Tross nötig. Auf der anderen Seite des Meeres lag ein schwerer 5-Tage-Marsch durch die Wüste vor den Männern. Ihr Ziel, die Türkisminen des Wadi Magara. Schon das Anlegen der Minenschächte war gefährlich. Eine viel größere Gefahr drohte aber durch die Beduinenstämme. Sie beherrschten die Region. Wenn Snofru hier Türkis abbauen wollte, musste das Land erst befriedet werden. Auf den Steinen im Wadi Magara finden sich noch Spuren der ägyptischen Truppen. Eine Darstellung der Boote, mit denen Snofrus Männer hierher kamen. Mit Graffiti hielten sie Einzelheiten der Reise für die Nachwelt fest. Es gab keine Garantie für eine heile Rückkehr nach Hause. In der Fremde, jenseits des Roten Meeres, lauerten überall tödliche Gefahren. Der Bau bestand aus einem flachen, bankförmigen Steinmassiv, dem Haus des Toten. Die Mastaba in der Nähe von Medum zählt zu den größten, die je gebaut wurden. Zum Schutz vor Räubern gab es keinen einzigen überirdischen Zugang zur Grabkammer. Den Zugang, den ich hier benutze, haben Räuber durch die Lehmziegel und das Gestein bis zum Eingang der Grabkammer gegraben. Dies muss die Grabstätte einer Königin oder eines Prinzen gewesen sein. Der Sarkophag gilt als der älteste bekannte Sarkophag der Geschichte. Auch der schwere steinerne Deckel konnte die Mumie, die in ihm lag, nicht schützen. Hier ist sogar der Hammer, den die Räuber benutzten, um ihn zu öffnen. Selbst die 100.000 Tonnen Gestein, die nach der Bestattung über den Eingang zur Kammer geschichtet wurden, konnten die Grabräuber nicht abschrecken. Die Grabplünderungen wurden immer dreister. Auch Snofru musste sich damit auseinandersetzen. Noch zu seinen Lebzeiten wurde die Ruhestatt seiner Frau beraubt. Ganz egal, wie kompliziert die Anlage eines Grabes war, Diebe kamen fast immer an ihr Ziel. Möglicherweise, weil sie zuvor am Bau des Grabes beteiligt gewesen waren und alle seine Geheimnisse kannten. Vielleicht bestand die Lösung des Problems darin, ein so kompliziertes Gebäude zu konstruieren, dass selbst Eingeweihte nicht in die Grabkammer gelangen konnten. Die Grabbauten von Saqqara wiesen den Weg. Die Stufenpyramide des Königs Djoser in Saqqara. Sie ist die erste Pyramide der Welt und das seinerzeit größte steinerne Gebäude. Der Architekt Imhotep hatte behauene Steine als neues Baumaterial entdeckt. Der Grabbezirk von Saqqara ist der älteste Monumentalbau in dieser Technik. Eigentlich hätte sich ein Bauwerk dieses Ausmaßes über Generationen entwickeln müssen. Aus kleineren Steinkonstruktionen würden schrittweise größere. Doch der Riese von Saqqara war wie aus dem Nichts geschaffen worden und ohne irgendein Vorbild. Anfangs sammelten die Ägypter noch Erfahrung mit der neuen Steinbautechnik. Zunächst kopierten die Steinmetze nur Säulen und Wände älterer Paläste. Diese waren bislang aus Papyrusbündeln und Schlammziegeln gefertigt. Gäbe es keine Pyramiden. Dem ägyptischen Glauben nach symbolisierte die Pyramide den Urhügel, der aus dem Urwasser auftaucht.
Für Snofru war sie auch Symbol seiner eigenen Macht, der Macht des göttlichen Königs. Die 6 größten Pyramiden Ägyptens in Medum, Dahschur und Gizeh wurden in einem Zeitraum von weniger als 100 Jahren errichtet. Ein Volk von Bauern meißelte, transportierte und schichtete dafür mehr als 10 Millionen Blöcke aus Kalkstein. Jeder Block hat ein Gewicht von etwa 2 Tonnen. Hundert Jahre lang musste dafür Tag und Nacht alle 5 Minuten ein Steinblock in Form gebracht und platziert werden. Da Räder im Sand eingesunken wären, wurden die Steine auf Schlitten und Walzen transportiert. Bis heute gibt es keine zweifelsfreie Erklärung, wie es möglich war, die tonnenschweren Quader in die oberen Schichten der Pyramide zu setzen. Über 70 dieser Grabmäler wurden einst in Ägypten errichtet. Die meisten waren Fehlkonstruktionen, sie stürzten ein oder wurden nicht beendet. Ihre Reste versinken im Sand entlegener Wüstentäler. Erst Snofru gelang der Bau einer klassischen Pyramide. Im Jahr 2639 vor Christus übernahm er die Macht im Alten Reich. Als Begründer der 4. Dynastie regierte er über 3 Jahrzehnte. Mit ihm begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte Ägyptens. Als Kleopatra Caesar voller Stolz Snofrus Pyramiden zeigte, waren diese schon über 25 Jahrhunderte alt. Snofru ließ sie nicht von Sklaven, sondern von freiwilligen Arbeitskräften errichten. Zigtausende Männer mussten dafür rekrutiert, in Gruppen eingeteilt, koordiniert und entlohnt werden. Der Bau der Pyramiden muss ein Vermögen verschlungen haben. Wie konnte sich ein Wüstenstaat ein so gigantisches Projekt leisten? Die Quelle für Ägyptens Reichtum war der Nil. In jedem Jahr, wenn in den fernen afrikanischen Gebirgen die Schneeschmelze einsetzte, trat der längste Strom der Welt über die Ufer. Seine Fluten überschwemmten weite Landstriche entlang des Flusslaufs. Wenn das Wasser abgelaufen war, blieb nährstoffreich hinter Lebensbedingungen für Tier und Mensch. Schon tausende Jahre zuvor wurden Nomaden hier sesshaft. Noch in nachchristlicher Zeit galt Ägypten als Kornkammer des Römischen Reiches. Die Ägypter verstanden es, den Reichtum des Nil auszuschöpfen. In ausgeklügelten Bewässerungssystemen leiteten sie das kostbare Nass auch zu weit entfernten Feldern. Mit den neu gewonnenen Anbauflächen bekam die Landwirtschaft immer größere Bedeutung. Kein anderer Fluss der Welt prägte die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes so sehr wie der Nil. Hungersnöte kannte die Bevölkerung im Alten Reich nicht. Im urbar gemachten Boden wuchsen Korn und Gemüse im Überfluss. Schon in der 3. Dynastie wurde an den Bau einer großen Talsperre als Wasserspeicher südlich von Memphis gedacht. Nur ein wirklich revolutionäres architektonisches Unternehmen gab es nicht. Bis Snofru König der 4. Dynastie wurde. In der ägyptischen Tradition galt Snofru als gütiger, wohlangesehener König. Seine Untergebenen soll er mit Freund und sogar Bruder angesprochen haben. Noch 1000 Jahre nach seinem Tod wurde eine Geschichte über seine besondere Liebenswürdigkeit erzählt und auf Papyrus festgehalten. Als Snofru sich eines Tages langweilte, rief er nach seinem Magier. Der weise Mann wusste Rat, der König könne sich doch von 20 jungen Hofdamen auf den See hinausrudern lassen. Die Idee gefiel dem Pharao und er rief sogleich nach seinem Lieblingsboot und 20 Rudern aus Ebenholz. 20 nackte Mädchen sollten sich inzwischen in Fischernetze hüllen. Weit draußen auf dem See ließ Snofru das Boot anhalten. Eine der jungen Frauen war in Tränen aufgelöst.
der Pharao fragte, was geschehen sei. Die junge Frau erklärte, sie habe eine Haarspange aus Türkis verloren, die in den Wellen des Sees versunken sei. Der Pharao versprach, ihr den Verlust zu ersetzen, doch die Hofdame mochte keine neue Spange. Sie wollte nur ihre alte zurück. Zwei Dinge an dieser Geschichte sind sehr interessant. Einerseits das Schmuckstück an sich. Erst seit kurzem förderten die Ägypter auf dem Sinai Türkis und prompt war das wertvolle Material an Snofrus Hof in Mode gekommen. Andererseits ist überaus bemerkenswert, dass die einfache Hofdame es wagen kann, das großzügige Angebot eines gottgleichen Pharaos abzulehnen. Zu Recht gilt Snofru für die Geschichtsschreibung deshalb als gütiger Herrscher, liebenswürdig und umgänglich. Auch der Ausgang, den er gesehen hatte. Mit der Erfahrung aus den zurückliegenden Jahren glaubte Snofru, jeden noch so kühnen Plan verwirklichen zu können. Die Grabstätte in Dashur war von Beginn an als echte Pyramide geplant. Deutlich größere Quadersteine sollten eine stabilere Außenstruktur garantieren. Die Quader wurden außerdem leicht dem Inneren der Pyramide zugeneigt. In dieser Technik ist es zu verdanken, dass die Pyramide von Dashur die einzige in Ägypten ist, die noch heute über den größten Teil der Ummantelung verfügt. Ein steil abfallender Gang führt vom Eingang ins Innere der Anlage. Mit seinen 70 Metern ist er einer der längsten und kompliziertesten Pyramidengänge überhaupt. Es ist der Grabkorridor, das erste Stück auf dem Weg ins Jenseits. Hier liegen noch immer Lorenschienen aus den 50er Jahren. Archäologen benutzten sie, um den Schutt aus Snofrus Grabkammer abzutransportieren. Ursprünglich sollte über diesen engen Schacht der Sarkophag in das Herz der Pyramide heruntergelassen werden. Am Ende des Grabkorridors öffnet sich ein Raum mit einer 12 Meter hohen Decke. Genau wie in der Pyramide von Meidum ist sie auf Kragsteine gestützt. Allein durch seine Höhe ist der Raum imposant. Dabei ist er nichts anderes als eine Vorhalle und noch lange nicht die Grabkammer selbst. Schon in der dritten Dynastie bestanden Grabanlagen aus mehreren Räumen. Die Einbringung des Sarkophags muss eine beschwerliche Arbeit gewesen sein. Marhaba. Der einzige Zugang zur Grabkammer ist ein kleines Loch, hoch oben in der Wand. Kleinere Grabbeigaben wurden zusammen mit dem Sarkophag in die Pyramide gebracht. Größere Stücke mussten dagegen schon in die Pyramide eingebaut werden. Verliehen dem Gebäude Stabilität. Die Pyramide stützte sich nun selbst. Ein Einsturz war abgewendet. Über 20 Jahre arbeiteten 10.000 Männer an ihrer Errichtung. Sechsmal musste der Bauplan verändert werden. Als Djoser's Grabstätte schließlich fertiggestellt war, stellte sie alles Bisherige in den Schatten. Sie war 10-mal größer als jedes andere Gebäude der Welt. Den Menschen dieser Zeit erschien sie wie ein Wunder. Auch Snofru, der zu dieser Zeit noch ein Kind war, muss von dieser Pyramide fasziniert gewesen sein. Als er schließlich selbst Pharao war, baute er seine erste Pyramide. Sie entstand um das Jahr 2625 vor Christus in Meidum, südlich der alten Hauptstadt Memphis. Mit ihrem Neigungswinkel von 75 Grad gleicht sie eher einem eigenartigen Turm.
Das Innere der Pyramide gibt einige Rätsel auf. Wo ist der Sarkophag des Pharao? Warum sind die Wände der Grabkammer so rau und unfertig? Alles wirkt, als wären die Arbeiten nur eben unterbrochen worden. Zedernbalken liegen bereit. Mit ihnen sollte vor über 4 Jahrtausenden der Sarkophag umgesetzt werden. Von dem Behältnis selbst fehlt aber jede Spur. Bis heute ist nicht erwiesen, ob diese allererste überirdische Grabkammer Ägyptens je benutzt wurde. Der Bau einer oberirdischen Grabkammer warf ganz neue Probleme auf. Wie konnte die Raumdecke der gewaltigen Last der Pyramide standhalten? Snofru erdachte eine einfache Lösung. Zur Decke hin ließ er die Steinblöcke immer näher gegeneinander setzen. So verjüngte sich der Raum nach oben. Über den abgeschrägten Wänden blieb nur ein minimaler Bereich, der durch eine tatsächliche Raumdecke überbrückt werden musste. Die erste durch Kragsteine gestützte Decke der Geschichte war gebaut. Die eigentümliche Form der Pyramide von Menum erklärt sich aus ihrer Konstruktion. Ursprünglich war sie als Stufenpyramide geplant, aber bis zuletzt wurde sie immer wieder vergrößert. Vielleicht, weil man dachte, dass ihr Bau nicht vor dem Tod des Pharao beendet sein dürfe. Selbst als die Pyramide schon die stolze Höhe von 85 Metern erreicht hatte, erfreute sich der Pharao noch immer bester Gesundheit. In die Höhe konnte nun nicht mehr weitergebaut werden, also wurden die Stufen mit feinem Kalkstein aufgefüllt. Auf Umwegen war die erste klassische Pyramide.